sag euch ehrlich, Mann, ich war 4, 5, ich war eine ganze Woche nicht auf TikTok, wirklich, und meine Seele, die hat sich von innen einfach gereinigt. Ich bin clean. Ich bin einfach clean. Versteht ihr, was ich meine? Nee. Ich kann euch das nur ins Herz legen. Seid mal eine Woche nicht auf TikTok unterwegs. Auf einmal so, ich gehe in die Uni, ich kann mich so intellektuell mit den anderen unterhalten. Ja, im Prinzip durch die Gleichung, wenn wir das dividieren. Jetzt nehme ich wieder ein Video auf, Digga, und ich werde wieder dumm. Naja, und damit wünsche ich euch heute... Hey, warte, warte, chill, chill, chill. Snapchat ist eine App. Ich war wirklich so lange nicht mehr auf TikTok, dann gehe ich so rein auf TikTok. Ne? Und ich glaube, ihr habt schon alle mitbekommen, diese Tanja und dieser Julian oder wie der heißt, die sind ja so getrennt. Und ich sehe dieses Video und das Erste, was ich mir gedacht habe, waren die nicht so 3 Tage zusammen oder so? Und dann scroll ich weiter und das Video hat einfach die komplette Situation perfekt zusammengefasst. Ich musste in meiner Uni auch Praxissemester machen, ne? Wir haben so 7 Semester, ne? Und ein Semester ist Praxissemester, da musst du in einem Unternehmen arbeiten. Und man kann sich halt das Unternehmen natürlich aussuchen. Ja, imagine dein Dad. Dein Dad hat so ein geiles Unternehmen, Junge. Ist so, keine Ahnung, ist halt irgendwo unternehmerisch aktiv, versteht ihr, was ich meine? So. Und ihr beschließt einfach mal, in dem Unternehmen von eurem Dad ein Praktikum zu machen. Papa ist ganz stolz. Ja, der 6. März 2024. Und ich nehme euch einfach mal mit, wer hier hinterm Monitor sitzt. Im Büro, ganz fleißig. Hallo, ich bin Selina Menke. Hallo, Selina. Und ich habe halt mein Praktikum hier bei deinem Vater. Cool, also ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei deinem Praktikum bei deinem Vater. Was machst du? Was hast du heute schon Schönes gemacht? Gerade drücke ich Arbeitsberichte aus und ich habe halt... Warte, warte, was? Ich habe es nicht richtig verstanden. Was machst du? Gerade drücke ich Arbeitsberichte aus und ich habe halt telefoniert und Arbeitsberichte druckt sie aus. Bruder, mit was für einem Drucker, Digga? Mit diesem Drucker wurde, keine Ahnung, die Weimarer Verfassung zusammengedruckt. Was ist denn so... Was ist denn das für ein Ding? Das Ding ist älter als mein Opa. 1877. Oder so wurde das produziert. Ganz fleißig, ich bin ganz stolz auf dich, liebe Selina. Und ganz, ja, wenn du ganz stolz auf Selina bist, auf deine Tochter, dann kauf ihr mal einen neuen Drucker. Bruder, imagine, du sitzt, also, ey, wirklich, bitte verklagt mich nicht. Ich finde das echt cool, dass ihr Social Media macht und ihr seid eine ganz coole Familie. Bitte, bitte, ich hab, bitte verklagt mich nicht, ey. Ich mache nur ein bisschen Spaß. Aber imagine, Digga, ihr sitzt im Büro 8 Stunden und ihr hört 8 Stunden. Bruder, das ist respektlos, Digga. Also entweder du kaufst deiner Tochter einen neuen Drucker oder, keine Ahnung, du kaufst ihr Ohrenschützer oder so. Habt ihr das am Ende gesehen? Denkt ihr, die hat Bock, da Praktikum zu machen? Ich glaube schon, aber denkt ihr, die hat Bock, das Video gedreht zu haben? Wirklich, ich check auch gar nichts mehr. Ich gehe in TikTok rein, das fühlt sich an wie ein Fiebertraum. Wirklich, das fühlt sich an wie ein Fiebertraum. Max Pro 3500. Ich hab mich überlegt für meinen neuen Kontext. A-M-S-R. ASMR, AMSMR, AMR, UDSSR. Was? Da habe ich mir extra wohl eine Glasflasche bezahlt halt. Da habe ich schon ein paar Mal ausprobiert. Mich mit überzeugt, dass heute auch wie... Ich verstehe kein Wort. AMSR, na... Ja, macht euch Spaß halt. Folgt mir gerne, um es nicht zu verpassen halt. Ey, cool, Max Pro. Max Pro hat sich gefunden. Max Pro möchte neuen Content machen, ja. So wie ich mit dem letzten Video. Gerielte Raschen. Gesundheit. Was? Droge. So, ich habe einmal mir Mühe gegeben bei einem Video. Alle schreiben rein, ist kacke. Mach doch einmal selber so ein Video, Mann. Donnerstag kommt neuer Song online. Ja, dein Herz, es war kalt, doch ich kann. Nein, aber guck mal, ich will nichts sagen. Max Pro hat sich gefunden, Max Pro will neuen Content machen, aber was ist das bitte für ein Content? Okay, ich verstehe, yo, ich will neuen Content machen, ich will Fortnite spielen. Ich will Interviews führen, ich will coole Videos machen, ich will... Und dann kluck, 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 kluck. Okay. Der will mich verarschen. Dieses Video hat 600.000 Aufrufe und noch so ein Video hat 700.000 Aufrufe. Der verdient sich dumm und dämlich mit... Nee, also wirklich Real Talk, ich finde geiler Kontext. Der trinkt da irgendeine Suppe, Digga. Ich habe gar keine Ahnung, was das ist. Stirbt da fast.
Und das Video macht 600.000 Aufrufe. Ey, Leute, was geht? Ich habe mir für neue Kontext was überlebt. Ich habe mir extra Flasche geholt. Ich mache jetzt UdSSR. Ja. Snapchat ist eine App. Es war so klar. Es war so klar, dass ich nicht treffe, aber ich habe es trotzdem gemacht. Ja, folgt mir bitte alle für mehr ASMR-Content. Entschuldigung, AMSR. Nee, also ich sag euch ehrlich, ich bin super Content-Neue. Hashtag Gender Reveal Show. Hashtag Gender Reveal. Hashtag Gender Reveal Party. Ich hab's verstanden, ja? Obwohl, ganz ehrlich, bei den Flugzeugen, gut, dass du es nochmal erwähnt hast, dass es eine Gender Reveal Party ist. Also Real Talk, ich find's richtig gut, dass sie so richtig bescheiden sind und eine kleine Gender Reveal Party gefeiert haben und nicht komplett übertrieben haben. Bruder, diese Gender Reveal Party kostet mehr als meine gesamte Kindheit. Gender Reveal Party, Bro! Die haben da irgendwelche Piloten geholt, irgendwelche Flugzeuge, Digga. Mal abgesehen davon, dass sie so ein keine Ahnung, so einen ganzen Platz gebucht haben, ja? Die Aktionen in diesem Video werden von Profis ausgeführt. Nicht nachmachen. Ach so, nee, Digga, hab gedacht, ich setze mich kurz ins Flugzeug, Junge, und dreh ein paar Runden für Gender Reveal Party. Wie gesagt, ich war jetzt 5 Tage nicht auf TikTok und ich habe wirklich, das war wie Urlaub für mein Gehirn, ja? Wirklich, es war so schön, es war so angenehm. Jetzt gehe ich rein, ja, und sehe sowas. Ich sterb, ich sterb für dich. Und wie kann der Typ nicht mal nass werden? Hä? Der geht da mit Jeans rein, die sind nicht mal nass. Ich sterb für dich. Frank wird nicht nass, das Wasser wird Frank. Und wenn ich wein, ich. Aber meine eigentliche Frage war, ist das normal hier auf dieser Plattform? Bruder, ich bin wie ausgewechselt. Ich verstehe gar nichts mehr. Oder was ist das? This is how you transform into a chocolate Easter Bunny. Ey, guck, für Ostern ganz cool, yo, chocolate Easter Bunny. First, I'm gonna have to take off my shirt because I gotta cover myself in some chocolate. Ich hab Angst, in die Kommentare zu gucken. See, this transformation can get a little messy, so make sure you have some, you know, plastic down or something. Ja, nee, auf jeden Fall, Digga, kein bisschen make messy und so, aber der Typ sitzt in dem Auto. Nee, würde ich auf jeden Fall auch machen, Digga. Ich würde nicht mal auf diese Idee kommen, mich mit Schokolade einzuschmieren für. Geschweige denn, das überhaupt in dem Auto zu machen. Ja, nee, hey, yo, make sure you make this irgendwo, weil get messy. I'm gonna start with my chest. We're just gonna put it all on. Sagen wir mal so, der steht gerade vor einem Supermarkt, ne, hat sich diese Schokolade gekauft, schmiert sich gerade damit ein. Erstens, was denken die ganzen Menschen, die eigentlich gerade ganz normal vorbeilaufen und die sehen dann so, dass sich so ein Typ im Auto komplett mit Schokolade einschmiert und zweitens, wie fährt der Typ eigentlich wieder nach Hause? I'm the Easter Bunny, I'm the Easter Bunny. Naja. Das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen